Moin, moin und willkommen zurück zu Stellaris. Wie angekündigt, geht es jetzt in Richtung Krieg. Wir haben zwei neuartige Korvetten mit in die Flotte aufgenommen, die uns hoffentlich dafür sorgen. Ah, sehr cool. Wir sind auch noch im Bereich unserer Plattform, wie es scheint. Das heißt, wir werden sogar noch geheilt. Theoretisch sollte das jetzt hoffentlich irgendwie dafür sorgen, dass wir, genau, hier, seht ihr das? So Abwehrschüsse. Wir fangen Raketen ab. Und seine blöde kleine Dings ist sogar schon fast weg, oder? Die kleine Flotte? Ja. Die kleine Flotte ist sogar schon fast weg. Und ich hoffe halt, wir haben ein bisschen wenig Abwehrpotenzial, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen wenig Abwehrpotenzial. Kommt immer noch gut was durch. Situation update. Wir haben 11 Schiffe. Aber guckt mal, seht ihr das? Seht ihr das jetzt hier? Diese Salven werden direkt abgefangen. Ich glaube, wir haben. Es funktioniert tatsächlich. Das scheint richtig gut zu funktionieren. Wir kriegen kaum bis gar keinen Schaden rein. Das heißt, wir können mal anfangen, jetzt eine Invasionsarmee zu stellen. Ich baue jetzt einfach mal stumpf Angriffsarmee. Ich habe keine Ahnung, was das genau bringt und wie das funktioniert. Aber ich denke mal, wenn wir alles hier so weit geklärt haben, dann ist der Tag gekommen. Situation Log. Sehr, sehr cool. Das war's mit der Hauptstation. So. Den anderen Schiff von der Kamera. Ha! Situation Log updated. Situation Log updated. Sehr gut. 48%. Der Krieg ist vorbei. Wir geschlagen geben. Das bestmögliche Ergebnis. Gut. Wir haben diesen Krieg gewonnen, mit folgenden Forderungen. Einen Planeten abtreten. Okay. Wir akzeptieren eure Niederlage. So, damit haben wir also die ersten Typen über den Haufen geschossen. Und ich würde sagen, wir platzieren jetzt mal unsere Flotte ganz fix im Einflussbereich der Station, damit die sich hoch reparieren kann. Ah, die hat ganz schön was abbekommen, ne? Vielleicht schicken sie mal richtig reparieren. So, das Ding hier kann jetzt eigentlich kann es abgerissen werden, ne? Weil das kostet uns alles nur Strom. Warte mal, ablehnen. Wo steht die denn taktisch gesehen? Die Richtung, das hilft uns halt nicht so viel. Also die reißen wir ab. Das ist zustimmend. Weg damit. Gut. Was wir jetzt nämlich machen, ist uns in die Richtung hier vorzubereiten. Schnick, kann man gar nicht nach Schnick springen? Kann man scheinbar nicht. Okay, Zanir hat noch nichts. Wo ist denn das Forschungsschiff hin schon wieder? Wo ist denn das? In Hewan. Helwan. Okay, warum bist du denn hier? Na gut, dann erforscht den Kram da. Siegreich. Wie immer siegreich. Willst du nicht noch sagen, was wir erforscht haben? Ne? Okay. Gut. Warp-Antrieb 2, damit wir schneller sind. Oder Laser. Schneller finde ich eigentlich gut, aber Laser hat er natürlich bevorzugt. Jetzt machen wir endlich was, worauf er einen Bonus bekommt. Da freut er sich bestimmt. So, ein Anführer. Wissenschaftler Green. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Also, wir brauchen gar keine Invasionsarmee, wir lassen die aber trotzdem mal fertig bauen. Vielleicht brauchen wir sie am anderen Mal. Und jetzt können wir schon mal gucken, dass wir diese andere Pazifistenbande auch schon mal darauf einstimmen, dass das hier nicht mehr lange gut gehen wird. Mit uns zweien. So. Und die Frage ist jetzt natürlich, was die so für Technologie fahren. Ich kann da leider nicht reinspionieren so richtig gut. Schade eigentlich. So, was
was können wir denn glauben schon mal? Hier ist eine tropische Welt. Die wollte ich ja eigentlich haben, ne? Also das können wir auch schon mal festhalten, dass ich da eindeutig vor ihm da war. Und ich das nicht so toll finde, dass er mir das weggenommen hat. Wir müssen unbedingt noch das System hier erforschen. Ich will kein zweites Forschungsschiff bauen, muss ich ehrlich zugeben, ne? Ich will kein zweites Forschungsschiff bauen. So, ihr produziert ja gerade fröhlich Angriffsarmeen. Okay, okay. Gut, also unsere Expansionsbestrebungen sind auf jeden Fall doch schon mal relativ gut gelaufen. Also zumindest hier in dem Sektor sind wir momentan Debris analyzed. Jetzt müssen wir halt natürlich mal gucken, was die Typen uns hier so entgegenwerfen werden. An potenziellen Problemen. Ich würde sagen, wir gönnen uns auf jeden Fall mal. Achso, die werden gerade repariert, ne? Noch eine Defender und noch eine Shriek-Klasse. Also das Defender-Konzept hat gegen so Raketendinger auf jeden Fall sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das war nicht schlecht. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal, die Sachen in den Griff zu bekommen. Joa, jetzt ist halt die große Frage, ob das bei den anderen auch so ist, dass die Raketen benutzen oder ob sie eben nicht so sehr solche Sachen nutzen. Okay, wir haben jetzt eine Fraktion reinbekommen, nämlich Feathers of Aquamarine, der Helven Prime Nationalist Vanguard. Unabhängiger Helven Prime ist ihr Ziel. Okay, Fraktion verwalten. Ganz sicher, wenn wir sie nicht unabhängig machen. Medien unterdrücken kostet uns 400. Den Anführer bestechen kostet uns 200 und 200. Dann haben wir massig Einfluss, ne? Und wir haben eigentlich auch genug Energie-Credits. Wir machen beides. Medien unterdrücken? Hahaha, weg ist es. So. Maul. Hier wird nicht rumgemeckert und hier wird auch nicht nach Unabhängigkeit gestrebt. Hier wird einfach nur gemacht, was ich sage. Sonst gibt's ins Gesicht vom großen Anführer unseres Wissenschaftsrates. So, was ist hier schon wieder los? Reparaturen abgeschlossen. Sehr schön, das freut mich sehr. Und wir haben hier unten auch unser Dings fertig erforscht. Da sollten wir mal weitermachen. Zack. Projekt erforschen. Die ganzen Trümmerteile noch auseinanderlegen. So, und ich würde sagen, wir bereiten unsere Flotte, bereitet sich gerade schon vor, da ist der Bau, dann gehen wir hier in Position, an Zania am besten. Und dann können wir uns direkt mit Shinik die erste Konfrontation liefern. Construction complete. Sehr gut, also unsere Raumflotte ist weiter ausgebaut. Und warum kann ich da nicht hin? Ach, das liegt in deren Einflussbereich mittlerweile. Ich glaube, es hakt. Gut, dann hilft es ja nichts. Dann müssen wir hier erstmal eintreten und dann anklopfen höflich, indem wir ihnen den Krieg erklären und ihnen eigentlich sagen, wir wollen die beiden Planeten hier haben und wir fangen uns ja von hier vorne an durchzufräsen. Und dann gucken wir mal, auf was wir unterwegs so alles treffen. Ich glaube, die Gegebenheiten sind relativ gut für uns. Also wir sind, glaube ich, momentan auch technologisch ganz gut unterwegs. Und das sind halt Pazifisten, ne? Also allein schon, ich habe ja sonst nichts gegen andere Außerirdische und wir können auch mal mit welchen Freundschaft schließen, aber das sind Pazifisten. Und Pazifisten sind dann einfach inakzeptabel in einer militaristischen Gesellschaft. Das kann ich so nicht zulassen. Gut. Das heißt, die Kriegsvorbereitungen sind mal wieder in voller Fahrt. Unsere Flotte ist nicht so in voller Fahrt, die ist eigentlich noch ziemlich langsam. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal gucken, dass wir dann auch die Ionenantriebe Debris bekommen. Analyzed. So, Debris mal wieder analyzed. Ja, da gab es jetzt ja nicht so viel, wie es scheint. Na komm, mach das dann fertig hier. Ich hoffe ja, dass wir noch... Armee-Rekrutierung ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, es wird Zeit, unsere diplomatische Keule rauszuholen und ihnen den Krieg zu erklären. Wir wollen gerne den Planeten in Ejok haben. Die haben zwei Planeten in Ejok. Ja, dann wollen wir die auch beide haben.
Und wir wollen den Planeten in Kesh Suras haben. Pop. Mindestens eine der Forderungen kann nicht gestellt werden. Jetzt besser. Kann nicht gestellt werden. Okay, ist es so rum okay? Das ist okay. Wahrscheinlich besiedeln den gerade noch oder so. Feuerfrei. Es ist Krieg. Mal wieder. Aber das macht unsere Leute auch glücklich. Da freuen die sich ja immer, wenn Krieg ist. Und wir müssen ja im Sinne unserer Bevölkerung handeln. Und ich meine, wir sind ja gute Anführer. Und gute Anführer machen das halt so. Die erklären halt auch mal anderen Leuten den Krieg, damit alle glücklich sind. Also hier irgendwie so im Gesamtübersichtsding, sieht man das irgendwo? Politik? Nee. Wo sieht man das dann ganz schön? Reich? Seid ihr alle happy? Wo sind ihre Happiness? Debris analyzed. Gucken wir mal an, nochmal. So, wir müssen nämlich in den Krieg ziehen. Und wir müssen noch mehr Debris analysen. Ah, das hat es tatsächlich für die Fusionsraketen Fortschritte gegeben. Das war bestimmt diese Raketenplattform. So, last but not least, das hier. What? First Murderer, hierher, hierher. Ich hätte vielleicht nicht... Ah! Ausweichen, ausweichen. Sofort. Science Ship under attack. Ausweichen! Nein! Schiff, auf damit. Kann ich nur sagen, dass er damit aufhören soll? Emergency-Sprung! Murderer, hierher, hallo. Wo sind meine Flotte? Ach Gott, die ist so schon unterwegs. Construction Ship under attack. Hier bewegen, los, Abflug, weg. Okay, sie stellen sich dem Kampf. Sehr, sehr vorbildlich für Pazifisten, das muss man ihnen lassen. Okay, ich habe sowohl mein Konstruktionsschiff als auch mein Forschungsschiff gerade verloren. Das finde ich gar nicht nett. Aber das wird auch das Letzte sein, was ihr mit eurer kleinen Scheißflotte getan habt. Hahaha, und ich baue mir neue Schiffe. Jetzt ist natürlich mein Wissenschaftsoffizier tot. Das ist ein bisschen schön. Zack, zack. So. Und ihr kriegt jetzt mal richtig eingeschenkt. Und wie ich es gehofft hatte, Raketentechnologie. Das war ein großer Fehler, meine Freunde. Denn wir werden euch in der Luft zerreißen für die Aktion. Situation Log updated. Ganz sicher nicht. Schnappt sie euch. Los, hinterher. Also, wir haben nicht ein Schiff verloren und sie zum Rückzug gezwungen. Und, ja, ich hoffe mal, dass wir die jetzt kriegen können, weil mit denen haben wir definitiv ein Hühnchen zu rupfen, würde ich mal vorsichtig sagen. Nämlich, das Hühnchen heißt mein Forschungs- und mein Konstruktionsschiff. Und -4% in dem Krieg, was das irgendwie ein bisschen falsch darstellt, finde ich. Weil ich habe hier den Kampf gerade gewonnen und wir haben nicht ein einziges Schiff verloren. Wir haben echt Glück, dass die auch Raketen benutzen, weil das macht es uns dann doch relativ einfach im Kampf. Das heißt, unsere Defender-Fregattenklasse kann sich hier behaupten. Was auf jeden Fall keine schlaue Idee war, war hier gar keinen Schutz zurückzulassen. Das hat sich auch direkt gerecht. Und ja. Naja, man lernt ja immer dazu. Ne? Ich hoffe, ich habe jetzt auch was dazu gelernt. So, wohin seid ihr unterwegs? Man weiß es nicht. Oh ja, da müsst ihr jetzt nicht gleich hin. Können wir jetzt das machen, was wir eigentlich machen wollten? Das wäre so nett. So. Gut, aber wir kriegen gleich ein neues Forschungsschiff. Das ist gleich abgeschlossen. Und wir kriegen dann auch einen neuen Wissenschaftler da reingesetzt. Und der wird auch wieder was lernen. Wir haben ja genug Projekte für ihn. Alles wird gut. Und dann würde ich mal sagen, können wir nämlich gucken, dass wir denen hier mal das Leben ein bisschen verhunzen. So, hier habt ihr nichts. Das ist auch gut so für euch. Construction complete. Denn wir gehen als nächstes dann in das da rein. So, Forschungsschiff. Hierhin. Achso, du brauchst erstmal einen Anführer, ne? Einen Wissenschaftler brauchst du. Und zwar hätten wir gerne jemanden Staatskunst, Industrie. Na gut, dann halt Erfahrungszuwachs. Jemanden, der schnell lernt, ist auch nicht schlecht. Dann erforschen wir bitte als erstes. Jetzt habe ich
ihn verloren aus dem Fokus. Zack, das Projekt da. So, seine Flotte ist ja jetzt angeschlagen. Ich gehe also davon aus, ah, hier ist irgendwas. Oh ja, hier ist ja richtig Research was gewesen. Complete. Na, das wird lustig, mein Freund. So. Jetzt reden wir nochmal darüber, wie das so ist, wenn man anderen Leuten Sachen kaputt macht. Denn jetzt mache ich ihm Sachen kaputt. Hostile Fleet engaged. Oh ja. Feuer frei, volle Breitseite. Boom, 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 boom. Ich sag's dir nur ungern, aber du wirst in diesem Quadranten alles verlieren. So, unsere Laserforschung ist durch und dann machen wir doch direkt mal weiter mit... Ah, oh, ist aber teuer. Noch plus eine Forschung. Situation Log updated. Ich mach jetzt mal die spezialisierte Gefechtscomputer. Klingt auf jeden Fall gut. So. Plus minus 0%. Sehr gut. So, und wir haben nicht mal, der hat nicht mal meine Schilde durchschlagen. Jetzt räumen wir hier einfach mal in diesem System auf. Das gibt nämlich Punkte im Krieg, den wir gerade führen. Und das entzieht ihm natürlich auch Ressourcen, wenn wir hier Feierabend machen mit seiner Flotte und allem. Und da seine Flotte eben schon vor uns geflohen ist, nachdem sie massive Verluste eingefahren hatte, bin ich mal ganz zuversichtlich, dass... Das Konstruktionsschiff, lass ich mal da, was ist, wir müssen nicht noch was verlieren. Bin ich ganz zuversichtlich, dass da jetzt erstmal keine große Antwort mehr erfolgen wird. Wir haben hier die eine Korvette, die immer so ein bisschen voranprescht. Die kriegt immer ein bisschen was auf dem Schild, aber das war's dann auch schon. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut unterwegs und können den jetzt hier weg. Hostile Fleet engaged. Und wenn wir ihm das hier nehmen, können wir hoffentlich den Einflussbereich von uns erweitern. Situation Log updated. Research complete. Attacke. Attacke. Direkt weiter attackieren. Wir haben schon zwei Raketen raus. Abfangen. Also diese Defender-Klasse ist der Hammer, ne? Guck mal. Bam, bam, bam. Oh. Kommst du nicht durch mit deinen Raketen? Das ist ja traurig. Piu, piu. Oh, ein Schildtreffer. Wie ärgerlich. Ah, mein Kratzer. Nächste Forschung ist durch. Nanokompositpanzerungen sind durch. Weltraumtorpedos. Klingt auch irgendwie gut. Du kannst besonders gut Industrie. Wir machen jetzt mal ein Ingenieurslabor, dann können wir sowas erklären. Situation Log updated. Sehr gut. So. 7% des Krieges haben wir in der Tasche. Und ich würde sagen, da machen wir mal ganz schnell ein paar Prozent mehr noch draus. Was ist das da? Alien-Raumstation. Was auch immer. Interessiert mich nicht. Wahrscheinlich eine. Abbaustation hier. So, guck mal, damit haben wir den schon mal ein bisschen wieder auf seine Größe zurückgeschrumpft. Admiral Wingolds. Okay, der hat eine Stufe bekommen, sehr schön. Ja, 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 ja. So, du bist hier am Forschen, hoffe ich. Sehr gut. So, damit haben wir hier nämlich schon mal ein bisschen für Klarheit gesorgt. Und jetzt können wir eigentlich mal gucken, dass wir uns jetzt ein Kolonieschiff bereitstellen, um hier die Lücke in unserem Reich zu schließen und Shinnik direkt zu besiedeln. Das wird jetzt unser nächster Move, während wir weiterhin Druck auf ihn ausüben. Denn wir machen das ja alles aus Expansion. Situation Log updated. Ups, haben die so eine hohe Fraktionsunterstützung mittlerweile? Das ist aber nicht so gut. Das wollen wir nicht. Fraktion. 100% Streik. Anführer bestechen. Klappe halten. So. Dann ist hier wieder Ruhe. Alle ihre Forderungen zu akzeptieren. Ich denke nicht, dass wir das tun werden. So, wir müssen unbedingt mal gucken, dass wir hier auf dem Planeten, glaube ich, ein bisschen was tun, um die einzugliedern. Weil ich glaube, das hier sind ziemliche Einzelgänger. Die sind ziemlich angekotzt insgesamt. So, was wir mal machen, ist nämlich eine Umerziehungskampagne. Damit die einfach ein bisschen mehr, ne? Zufriedenheit minus 25%. Zufriedenheit minus 25%. Ja, hier wird gestreikt. Hier wird sowas von gestreikt. Kein Gouverneur. Ihr kriegt jetzt einen Gouverneur, ob euch das gefällt oder nicht. Und zwar am besten irgendwie jemanden, der dafür sorgt, dass ihr alle netter werdet. Werdet ihr aber nicht.
Na gut. Dann nehmen wir den hier erstmal. Zack. Das erhöht schon mal die Zufriedenheit. So, und wenn das hier weiterhin so geht, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier schon mal ein paar Verteidigungsarmeen auf. Damit hier gar nicht erst die Diskussion aufkommt, dass wir hier eine Revolte machen oder irgendwie sowas. Dann gibt es nämlich ins Gesicht, wenn hier revoltiert wird. So, und ich würde sagen, unsere Allmachtsbestrebungen sehen ganz gut aus. Wir können jetzt als nächstes, wie gesagt, hier in Shinik kolonisieren gehen, sobald das Schiff fertig ist. Was ist hier los für eine Feindflotte? Wow, 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 wow. Und da hat er sich doch glatt an uns vorbeigeschlichen, der Schlingel. Der kleine Schlingel. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir fangen jetzt nämlich diese Feindflotte ab und sehen zu, dass wir die in den Griff bekommen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.